Servus Ladl, wir sind jetzt am vorletzten CWL-Tag in Champion 1 und wir wollen genauso kreativ weitermachen, wie wir gestern aufgehört haben. Und zwar starten wir auf die Nummer 15 mit diesem wilden Plan. Also grundsätzlich habe ich jede Menge Bowler und jede Menge Riesen mit dabei. Und mein Queen Charge soll das meiste der Base rausholen. Mit dem Queen Charge will ich durch den Scattershot zum Rathaus und das Rathaus rausholen. Einen Flameflinger spiele ich zur Unterstützung hier oben. Da hole ich dann zuerst den Magierturm und den Bogiturm raus, damit ich den ein bisschen näher Richtung Multi setzen kann, damit der da gut was rausholt. Und ansonsten will ich parallel zum Queen Charge einmal meinen King mit dem Warden hier in den Adler reinspielen. Ich habe den Feuerball auf dem Warden mit drauf, allerdings erst Level 15 oder 16, irgendwie sowas. Mal gucken, ob der irgendwas bringt. Ich hatte die Option, entweder Rage Gem drauf zu packen oder Feuerball. Und der Rage Gem bringt nicht allzu viel, weil der King ja sowieso schon den Wutjuwel hat. Also einfach mal den Feuerball mit draufgehauen. Zusätzlich zum King würde ich dann noch die Gladi hier auf 3 Uhr dazu spielen. Mit einem Skelly Spell hier so auf den X-Bow circa. Dann sollte nämlich all das hier fallen. Also ich würde sagen, die drei Helden holen zusammen ungefähr das. Und zum Funneln und um die restlichen Gebäude wegzumachen, setze ich immer mal wieder Riesen zusammen mit Bowler. Ja, ich gehe einfach mal rein. Ihr seht das dann schon während dem Hit. Okay, ich habe richtig Bock auf den Hit. Der wird aber auch sehr, sehr schwer. Ich muss erstmal warten, bis der King hier wegsteppt. Ich würde nämlich gerne mit dem Baby-Drachen das King-Plateau rausnehmen. Okay. Da ist auch noch ein Tesla. Ist schon mal nicht unbedingt positiv, aber gut. So, Queen hier, King hier. Babydrache hier. Heiler mit dazu. Ey, hol doch mal den Bogiturm auch weg. Die Bowler sind ja so schlecht. Boah, das triggert mich, wie kacke die sind. Warden hier mit dazu. Oh mein Gott, der Feuerball. So ein Quatsch. So ein Quatsch. So unnötig. Ich hole nichts mit den Helden. Oh nein. Ich glaube, ich setze den Skelly lieber hier als für die Gladi. Ich habe den Fuchs noch. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Fuchs alive halten. Tut mir leid, dass ich so leise bin. Das ist viel zu kritisch irgendwie. Oh mein Gott, okay, der Indus ging richtig daneben. Aber irgendwie haben die dummen Bowler noch. Die Bowler sind so schlecht, das ist ja gottlos. Ja, keine Ahnung, ey. Aber wir haben noch eine Queen-Fähigkeit. Was ein dummer Hit. Der Headhunter holt den Scatter? Ja, okay. Das heißt, es passt. Jo. Weiß ich jetzt auch nicht. Hab's mir geiler vorgestellt. Aber gut. Am Ende haben wir 3 Sterne. I don't know. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Hit fandet. Ich habe ihn mir um einiges geiler vorgestellt, als er letztendlich war. Aber am Ende ist es wichtiger, dass wir 3 Sterne haben. Und das, ja, alles andere juckt nicht. So, jetzt geht's weiter mit einem Queen Charge Lalo, aber ich finde, der Queen Charge Lalo ist fast geiler als der erste Hit, denn auch da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Grundsätzlich will ich einen Flameflinger für dieses Compartment spielen. Der ganze Angriff ist quasi darauf basiert, dass der King das Rathaus holt. Hier funnel ich natürlich ein bisschen gegen und der King soll dann, ja, mindestens das Rathaus holen. Es reicht, wenn er das Rathaus holt. Ansonsten laufe ich mit meiner Queen einmal hier unten außen an den Mauern lang. Ich meine, ihr seht das vielleicht. Hier sind nur 3 Dinger dazwischen, das heißt, die Queen kommt an den X-Bogen ran. Mit der Queen kann ich dann hier reinlaufen und hier weiterlaufen. Sobald
vielleicht die Clanbook gelockt ist, kann ich dann die Gladi einmal in den Core der Base spielen. Und den Lalo spiele ich dann je nachdem, wie ich ihn brauche. Entweder hier bei der Queen mit dazu oder hier oben, wo es eigentlich auch ganz schön ist, durch den Mono, durch die Boden-X-Bögen. Das sieht geil aus. Ich habe auch mega Bock auf den Plan. Und wir schauen mal, ob der auch für 3 Sterne reicht. Let's go! Okay, die Queen, wenn ich hier setze, sollte passen mit den Heilern. Dann hier einmal ein Sneaky. Hier den Flameflinger mit dazu. Okay, Rage einmal mit drauf. Dann hier wollte ich den Babydrache so ein bisschen seitlich anspielen. Oh, Queen, bleibst du rechts? Ich glaube schon, ne? Was wird denn gehittet? Wird gerade der Yeti oder der Flameflinger gehittet? Ich raff's tatsächlich nicht ganz. Aber ist mir auch egal, ich kann nichts dran ändern. Ich muss es sowieso einfach so über mich ergehen lassen. So. Okay, bisher brauchen wir sehr, sehr wenige Zauber für die Queen. Das ist ultra geil. Ich glaube, wir haben einen Rage oder so genutzt. Flameflinger klappt auch super soweit. King können wir zünden. Okay, ist jetzt nur wichtig, dass der King das Rathaus holt, bevor die Eisgolems ihn zerstören. Und das klappt auch soweit. Okay, perfekt. So, Gladi in die Mitte. Oh, ob das so smart war, weiß ich nicht, denn wir haben hier noch einen Eisgolem. Zeit haut auch ein bisschen rein. Okay, wir müssen hier oben starten, um die Gladi einigermaßen zu safen. Ich meine, die Queen sieht soweit gut aus, außer ihre Heiler, die krachen ein bisschen. Gladi kann ich zünden. Fuchs lebt nicht mehr, dann. Okay, Queen sieht doch nicht mehr so gut aus, aber ich finde, der Plan an sich war schon geil. Der hat Spaß gemacht zu spielen. Doch, den Plan fand ich cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Warden Ability geswaggt. Oder brauchen wir die noch für Zeit? Nee, ich will die swaggen. Ich will die auf Kampf swaggen. Ja, nice. Okay, hat mit der Queen leider nicht ganz so gut geklappt. Ich dachte, der Multi würde nicht so dramatisch werden. Vielleicht hätte ich die Gladi ein bisschen steiler auf dem Multi anspielen sollen. Wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Ich liebe es einfach, Rathausferne Charges zu machen. Und ich fand, der King war so geil in Richtung Rathaus. Und dementsprechend die nächsten 3 Sterne für uns. Und damit sieht der heutige Kampftag schon ziemlich, ziemlich gut aus. Denn es steht jetzt erstmal unentschieden und wir haben noch einen Angriff weniger. Das heißt, wir führen jetzt hoffentlich gleich mit 3 Sternen nach meinem nächsten Hit. Jetzt spielen wir noch Sepp Lalo. Wir müssen einfach ein paar Sterne sammeln, weil es doch nochmal knapp wird mit dem Abstieg und wir unbedingt unsere Sterne brauchen. Und hier kann man richtig, richtig schön die Querschlägerkanone, Scatter und den Multi-Bogiturm zusammen blitzen. Dann würde ich einmal gerne mit dem King und mit der Queen hier in Richtung Adler laufen. Das Wichtigste ist einfach, ja, so was Wichtiges brauche ich eigentlich gar nicht mit dem Sui. Am besten sollen die noch überleben. Dementsprechend starte ich sehr, sehr früh mit dem Lalo, einen kleinen Lalo von hier. Spiele dann den Großteil des Lalos von hier, wo die Plimp mit in Richtung Rathaus kommt. Backhand dann natürlich nochmal einen Mini-Lalo mit dazu, wo dann auch die Gladi nochmal mit dazu kommt, die dann hoffentlich den Mono rausholt, ohne da große Probleme zu haben. Und dann werden das hoffentlich die nächsten 3 Sterne, dass wir heute mal wieder einen Perfect Day schaffen. Denn einen Perfect Day haben wir tatsächlich bisher erst ein einziges Mal geschafft, da ich eben so viele unterschiedliche Hits spiele und das vieles davon einfach noch gar nicht kann. Aber mal schauen, vielleicht klappt's jetzt. Also, let's go. Blitzzauber hauen wir drauf. Queen mit dazu. Mauerbrecher können wir spielen. Riese. King. Eisgolem. Solange nur der Riese wegläuft, ist das fein. Die Queen sollte halt mit reinlaufen. Aber die läuft mit rein, das ist das Wichtigste. So, der Mauerbrecher sieht soweit auch gut aus. Hier können wir nochmal ein bisschen mit dem Sneaky was machen.
Ah, der Eisgolem platzt leider ärgerlich auf. Es wäre brutal geil gewesen, wenn der Eisgolem in Richtung Single aufgeplatzt wäre. Aber halb so schlimm. Wir starten jetzt mit dem Lalo hier. Mini-Lalo, wie gesagt. Hier an dem. Oh mein Gott, lol. Ich bin irgendwie mit meiner Handfläche auf den Bildschirm gekommen. Aber ich glaube, ich habe nichts Schlimmes gefettfingert. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das ist fein, was passiert ist. Oder ich glaube, es ist nicht wirklich was passiert. So, Rage. Das Rathaus sollte demnach eigentlich fallen. Nächster Lava-Hund mit dazu. Zusammen mit ein paar Loons nochmal. Gladi mit dazu. Gegner Queen steht halt noch, aber wir haben auch noch einen Headhunter. Wir haben auch noch unsere eigene Queen, die mit Fähigkeit noch außen rumläuft. Der Boden-X-Bow fällt. Bei der Queen können wir jetzt eigentlich den bei der Gladi können wir den Ferrari zünden. Oh, wobei die schon gut kassiert, ne? Wir freezen hier mal. Eieieiei. Okay, Gegner Queen einmal mit freezen, aber es hilft nichts, ne? Unsere Gladi ist down. Wir haben noch viele Loons, aber. Weiß nicht, was wir mit der Gegner-Queen da anstellen. Ich weiß nicht, die Eule müsste mithelfen, aber die macht's halt auch nicht. Wenn der Single noch fällt, das wäre klasse. Das wäre richtig, richtig wichtig für uns. Aber. Ja doch, der fällt gerade noch so. Okay, das ist geil. Oh mein Gott, das wird so knapp hier. Die Eule zusammen mit dem Warden kriegt die Gegner-Queen raus. Der Bodenbow, der steht da immer noch. Der nimmt auch die Queen ordentlich hops, die Eule. Die Eule mit dem Warden ist gerade wirklich MVP. Wir haben immer noch die Queen. Jetzt kracht es ein bisschen beim Warden mit der Luftabwehr. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Einhorn versucht ein bisschen gegenzuheilen. Wir haben noch die zwei Bogies, die wir gleich auch zum Ablenken mit dazusetzen können. Wir haben noch nur noch die Bauhütte. Nur noch die Bauhütte. Wir haben es nochmal spannend gemacht. Okay, das war kein guter Hit. Das war gar kein guter Hit, aber im Endeffekt haben wir hier die 3 Sterne. Damit sind wir perfekt gegangen. Ey, der Tag, oder ja, ich finde, die Hits haben immens Spaß gemacht. Damit haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Denn selbst wenn die Gegner jetzt 2 aus 2 gehen, dann brauchen wir nur 4 Sterne, um das Ding hier zu holen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns trotzdem gleich beim Ergebnis nochmal. Der Kampftag ist auf jeden Fall gewonnen, aber so richtig eng wird es morgen nochmal. Denn Day Knight spielt morgen gegen Tiririt, während wir gegen Gorilla ran müssen. Und Peter 17 Dollar Awesome, die haben heute noch 4 Hits, also die ziehen uns auf jeden Fall davon. Und dann heißt es für uns, wir müssen besser performen als Day Knight, sonst landen wir noch auf dem 6. Platz und können sogar noch absteigen. Ich finde, wir haben eigentlich bisher gut performt und morgen müssen wir nochmal richtig Gas geben. Denn mit der Performance aus Champion 1 abzusteigen, das würde mir so richtig stinken. Ich hoffe aber, dass euch die Videos bis dato gefallen haben. Wenn ja, dann gern einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Und wir sehen uns dann morgen beim entscheidenden Tag um den Klassenerhalt. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.